Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn man heute sich den Titel der Debatte anguckt, dann muss man sich schon etwas wundern. Es wird davon gesprochen, dass rechtswidrig Handydaten ausgespäht wurden. Das ist nicht der Fall. Es gab Beschlüsse des Amtsgerichtes Dresden, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft beantragt wurden, die genau diese Erhebung der Daten zugelassen haben. Es gab somit kein rechtswidriges Handyausspähen, und das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal deutlich machen. Was wir letzte Woche gesehen haben, waren die Geister, die die Große Koalition gerufen hat, als sie die Vorratsdatenspeicherung im Bundestag beschlossen hat. Es ist die dahinterstehende Geisteshaltung, einfach die Mobilfunkdaten von unbeteiligten Bürgern zu erheben, gegeneinander abzugleichen, um zu gucken, wer wo was gemacht hat, die hier dazu geführt hat, dass wir einen massenhaften Missbrauch rechtmäßig erhobener Daten gehabt haben. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Kollege? Ja. Bitte, Herr Kollege Bauten. Vielen Dank, Herr Kollege Bisak. Ich habe eine Frage. Geben Sie mir darin recht, dass die Tatsache, dass ein Staatsanwalt den Antrag stellt auf Genehmigung der Maßnahme nach 100G Absatz 2 und ein Richter die Maßnahme beschließt, noch nicht rechtssicher sagt, dass sie auch rechtens war und dass es in der Praxis regelmäßig vorkommt, dass solche Entscheidungen dann eben in den Instanzenweg aufgehoben werden müssen? Herr Kollege Bartel, ich habe keine Kenntnis darüber, ob die Beschlüsse, die jetzt vom Amtsgericht Dresden angefochten worden sind oder ob sie bestandskräftig geworden sind. Ich gehe davon aus, dass diese Möglichkeiten hier, die das Gericht ergriffen hat, auf Grundlage des Paragraphen 100G Strafprozessordnung getroffen wurden. Und deshalb müssen wir uns überlegen, wie wir mit diesen Paragraphen umgehen, ob der eng genug gefasst ist, um eine solche Situation zukünftig zu vermeiden. Meine Damen und Herren, wir unterhalten uns heute hier nicht nur über die Bekämpfung von schwersten Straftaten, und ich möchte mich meinen Vorrednern anschließen, es darf keine Gewalt toleriert werden. Wir müssen schwere Straftaten wie Landfriedensbruch und Bildung krimineller Vereinigungen mit Härte und mit Konsequenz ahnden. Aber wir müssen auch die Freiheit beachten. Und die Freiheit hat in den letzten 10 Jahren keine gute Entwicklung genommen. Ich meine damit nicht die Freiheit, nach Mallorca zu fliegen, sondern ich meine die Eingriffe in Bürgerrechte. Wir haben in den letzten Jahren Telefonüberwachung gehabt, die sich von ihrer Zahl verfünffacht haben. Das Bankgeheimnis ist in wesentlichen Teilen ausgehöhlt worden. Wir haben regelmäßig Zugriffe auf Stammdaten von Konteninhabern. Wenn man im Internet sucht, muss man aufpassen, dass man nicht selber durchsucht wird. Wenn man in die USA reist, werden die persönlichen Daten der Passagiere gleich an die Behörden der USA vorab geschickt, damit man da schon mal gucken kann. Wenn wir demnächst die Gesundheitskarte haben, werden wir auch einen gläsernen Patienten haben. Und die Polizei verfügt über Datenabgleichprogramme, die diese Daten verknüpfen kann und zu Ermittlungszwecken hinziehen kann. Wenn man als Liberale in diesem Zusammenhang auf die Bürgerrechte hinweist, wird man oft als Sicherheitsrisiko hingestellt. Wir machen es trotzdem. Wir Liberale haben uns immer vor einer Auswertung der Eingriffe in die bürgerlichen Freiheiten gewarnt. Wir waren gegen die Vorratsdatenspeicherung und wir werden sie auch weiterhin sein. Hier in Dresden hat man das praktische Beispiel gehabt, das richtige große Beispiel gehabt, was passiert, wenn man eine Vorratsdatenspeicherung zulässt. Und wenn wir weiterhin darüber diskutieren wollen, Daten zu speichern, um die besser auswerten zu können, dann wird das auf dem erheblichen Widerstand der Liberalen treffen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Kollege? Gerne. Bitte. Ja, vielen Dank. Meine Zwischenfrage an Sie. Wie vereinbaren Sie denn Ihr Engagement für die Bürgerrechte mit Ihrer Zustimmung in diesem Hause für die Extremismusklausel? Liebe Kollegin, das kann ich sehr gut vereinbaren, weil die Extremismusklausel davor schützen soll, dass hier verfassungsfeindliche Organisationen, die nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, auch noch Kohle vom Staat kriegen. Um es mal ganz deutlich zu sagen. Meine Damen und Herren, wir haben gesehen, was mit den bisherigen Rechtsgrundlagen, die im Moment im Gesetzblatt drinstehen, möglich ist. Wir haben die Telekommunikationsüberwachung in der Strafprozessordnung bereits jetzt darin stehen, um gegen schwere Straftaten vorzugehen. Dabei muss man aber das Verhältnismäßigkeitsprinzip beachten. Das Bundesverfassungsgericht hat sehr deutlich gesagt, immer dann, wenn man in grundrechtsrelevante Telekommunikationsdaten reingeht, dann muss man das machen mit Unterwahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Das, was wir hier erlebt haben, ist das Gegenteil davon. Hier hat man rechtmäßige Beschlüsse eines Amtsgerichtes gehabt. Danach ist die Polizei mit einem Datencontainer zu den Telekommunikationsanbietern gefahren und hat sich diese Container mal richtig voll machen lassen. Das ist nicht in Ordnung. Meine Damen und Herren, in den letzten Tagen wird mir oftmals der Satz vorgehalten, wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten. Wer so denkt, meine Damen und Herren, macht sich zum Untertan. Wer so regiert, Applaus
Wer so regiert, macht sich zur Obrigkeit. Nicht der Staat gewährt den Bürgern die Freiheit, sondern die Bürger gewähren dem Staat eine Einschränkung ihrer Freiheit, damit wir alle in einer freien und fairen Gesellschaft zusammenleben können. Deshalb sagen wir Liberale, gerade weil ich nichts zu verbergen habe, verbitte ich es mir, vom Staat wie ein Krimineller behandelt werden zu lassen und mich unter Generalverdacht stellen zu lassen. Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage? Ja. Bitte. Herr Kollege Bisok, vor dem Hintergrund Ihrer Kritik an den gefüllten Datencontainern und dem Hinweis, dass es möglicherweise eine andere, engere Fassung des Paragraphen 100G Strafprozessordnung geben müsste, sind Sie auch der Auffassung, dass es eine Neufassung des Verfahrens der Verhältnismäßigkeitsprüfung geben müsste im Rahmen der Beantragung solcher Daten, so wie die Kritik aufgemacht worden ist, dass es sich im Prinzip um eine inhaltlich nicht geprüfte Entscheidung gehandelt haben muss aufgrund eines Standardverfahrens? Ja, das würde ich etwas differenzierter sehen. Ich glaube nicht, dass wir eine grundsätzliche Diskussion darüber haben müssen, wie wir zur Bekämpfung von schwerster Kriminalität auf solche Daten zugreifen müssen. Was für mich in Ordnung ist, wenn man einen konkreten Verdächtigen hat, man hat seine Handynummer, dass man dann fragt, ob der an dem Zeitpunkt in einer bestimmten Funkzelle gewesen ist. Was nicht in Ordnung ist, wenn man anlässlich einer Großdemonstration von in weiten Teilen friedlichen Demonstranten sich einfach diese Daten runterlegt, gegeneinander abgleicht und versucht zu ermitteln, wer wo gewesen ist und anschließend die Bestandsdaten dazu erhebt. Das ist für mich zu weitgehend. Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage? Ja. Vielen Dank. Stimmen Sie dann mit mir darin überein oder teilen Sie mein Interesse zu erfahren, inwieweit bei den 644 Anordnungen, die wir gehabt haben, es sich dabei nicht nur um einzelne Verdächtige, sondern um Anwendungen bei Versammlungen gehandelt hat? Meinen Sie vor dem Hintergrund nicht auch, dass wir genau das auch heute erfahren müssten? Ich kenne diese Zahlen nicht genau. Ich denke, wir sollen sehr sorgfältig des SMI veröffentlicht. Ja, wir sollten jetzt sehr sorgfältig prüfen, wie wir mit dem Paragraphen 100G weiter umgehen. Ich möchte beiden Ministern in diesem Zusammenhang sehr danken, wie ausführlich sie uns bislang in den Ausschüssen informiert haben. Ich denke mal, nach dem Stand der Ermittlungen war das sehr viel, was die beiden Minister uns zur Verfügung gestellt haben. Ich denke, sie werden auch weiterhin damit so verfahren. Weitergehenden Aufklärungsbedarf sehe ich derzeit nicht. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Ausblick kommen, was wir zukünftig machen müssen. Wir müssen die bestehenden Rechtsgrundlagen, ich habe es bei den Zwischenfragen schon gesagt, sehr deutlich darauf überprüfen, ob wir diese nicht enger fassen müssen. Wir dürfen sie nicht erweitern hin zu einer Vorratsdatenspeicherung, sondern wir müssen jetzt schon gucken, ob die bestehenden Regelungen Möglichkeiten zum Missbrauch von Daten bieten. Daran müssen wir arbeiten. Und wir müssen die Position des Datenschutzbeauftragten stärken. Er muss in solchen Verfahren sehr frühzeitig mit einbezogen werden, damit er uns auch entsprechend berichten kann, was mit unseren persönlichen Daten, wenn wir uns ganz normal verhalten, nämlich mit dem Handy durch die Stadt laufen, was dann tatsächlich auch passiert. Ich danke Ihnen.